Vielleicht kriegen wir bald einen neuen Yeezy Formrunner. Diesen New Balance finde ich wirklich sehr krass. Und so wie es aussieht, wird der 5er Jordan wohl das neue Jordan-Modell. Und damit, yo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneaker News, eure Sneaker News, jeden Mittwoch hier um 15 Uhr. Wir sprechen wie immer über die aktuellen Sneaker-Releases aus den nächsten 7 Tagen. Wir haben neue feste Release-Dates für dieses Jahr, neue krasse Leaks und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Fangen wir an mit dem New Balance 1906R zusammen mit Amy Leon Dor in dem Forest Green Colorway. Dieser Schuh kommt auf jeden Fall auf der offiziellen New Balance Seite, heißt, da könnt ihr euer Glück um 10 Uhr morgens versuchen. Der Release wird eine Warteschlange sein, heißt, mit etwas Glück kommt ihr da vielleicht durch. Ich muss sagen, mir gefällt er auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ich würde ihn mir persönlich auf jeden Fall auch gerne kaufen. Retail wäre hier 170 Euro und ich würde sagen, dass hier auch ein bisschen Resale Value drin ist, so 200 bis 250 Euro in den besseren Größen. Da gerade die kleinen Größen mitnehmen. Ist auf jeden Fall ein cooler Personal für den Sommer und auch gerade ein sehr guter potenzieller Sommerschuh. Auch so von den Farben her finde ich den wirklich sehr nice. Auch ein sehr besonderer Release anlässlich des 17. Geburtstags von Kobe Bryants Tochter Gigi. Da kommt nämlich ein neuer Kobe 4 Protro raus in dem Mambacita Colorway. Für die Sammler unter euch wahrscheinlich ein geisteskrankes Ding. Retail bei dem Schuh 180 Euro. Und ja, der wird auf jeden Fall auch was im Resale bringen. Ob man das Ganze zum Resale unbedingt holen sollte, ist so eine Frage. Ich sag's trotzdem, 350 bis 450 Euro ist potenziell drin. Macht mit der Info auf jeden Fall, was ihr wollt. Für mich persönlich zum Tragen wäre das eher nichts. Da ich jetzt auch nicht der riesen Kobe-Fan oder ähnliches bin, werde ich den auf jeden Fall auch auslassen und die Chance eben den Sammlern überlassen, die halt wirklich auf dieses Paar schwitzen werden. Auf jeden Fall cool, dass es mit den Kobe-Silhouetten so weitergeht. Vor allem, dass dieser Schuh jetzt in dem Fall auch noch eine Background-Story hat. Ebenfalls am 5. Mai kommt dieser Air Max 1 in dem Sandrift Colorway. Sehr cleanes Ding, gerade für Frauen auf jeden Fall nochmal interessanter, würde ich sagen. Retail hier 160 Euro und den wird man auch, wenn man ihn haben möchte, auf jeden Fall ganz easy kriegen. Genauso wie diesen Air Force. Der Air Force 1 Low vor Horsemem, keine Ahnung. Retail hier 150 Euro und das ist auf jeden Fall auch ein Easy Cop. Weiter geht's am Samstag mit einem Jordan 2 in dem Neutral Grey Colorway. Ein sehr einfacher, ein sehr cleaner Colorway. Auf jeden Fall auch gut zu kombinieren, wenn man die Zweier Silhouette dann mag. Retail 190 Euro, only for personal. Den sollte man wirklich nur für sich selber holen. Bei Adidas gibt's am Samstag noch einen neuen Human Race auf dem Samba in 5 verschiedenen Farben. In dem Fall auch mit Pharrell Williams natürlich zusammen. Ich muss sagen, auf diesem Foto, wo alle Paare mal so zu sehen sind, gefällt er mir an sich ganz gut. Tragen würde ich ihn aber auf jeden Fall nicht. Vor allem nicht für den Retailpreis von 200 Euro. Warum der so teuer ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht besseres Leder, bessere Materialien. Aber für mich wäre das in dem Fall auf jeden Fall nichts. Und Retailtechnisch glaube ich auch nicht, dass der hier irgendwas bringen wird. Und dieser Schuh kommt zwar erst nächste Woche bei Nike, also am 10.05. Es gibt aber schon einige Skate-Shop-Raffles. Ich spreche nämlich vom Haritos Nike SB Dunk, der für mich in diesem Monat auf jeden Fall auch ein Must-Have ist. Geisteskranker Schuh. Für die, die es nicht wissen, der hat ein Reversible Upper, heißt, ihr könnt den Schuh customizen und dieses Canvas Upper auch das Material auf dem Swoosh entfernen und hat unter diesem Material nochmal ein Suede, was gleichzeitig auch andersfarbig ist. Haritos, eine mexikanische Limonadenfirma, die hier mit Nike kollaboriert. Retail bei dem Schuh 130 Euro und im Resale würde ich sagen, wird der so 230 bis maximal 280 in den besseren Größen gehen. Also gut, Profit ist drin. Für mich persönlich aber noch der viel krassere Personal, also der muss auf jeden Fall eingepackt werden. Wenn ihr mich fragt, ein sehr krasses Ding für den Sommer und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Macht bei allen Raffles mit und hoffentlich wird es bei euch ein Weg. Das wären auf jeden Fall erstmal so die wichtigsten Releases gewesen. Auch bei Supreme sieht es diese Woche eigentlich ganz gut aus. Seit langer Zeit bekommen wir nämlich mal endlich wieder eine Wasserflasche. Ja, nichts ist wichtiger als eine Wasserflasche. Genauso wie so ein Taschenmikroskop, auch sehr interessant. Und so mein Highlight ist auf jeden Fall diese Kogi Trucker Jackets. Gerade in Blau sieht die wirklich sehr, sehr krass aus. Nur die ist auch krass teuer, wie ihr sehen könnt. In dem gleichen Design gibt es noch eine Basketball-Shorts, ist auch cool. Genauso wie ein Basketball-Jersey. Gerade wenn man natürlich ein bisschen pumpen geht für den Sommer, ist das Ding bestimmt ganz cool. Die Kogi Baggy Jeans gefällt mir optisch auch sehr gut. Gut, so ein Durag kann ich wahrscheinlich nicht tragen, aber dieser Hoodie, der auch so ein, ja, so ein bestimmtes Muster drauf hat, was man so von Handtüchern vielleicht kennt, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Das Hemd ist nice. Also hier sind schon sehr, sehr coole Sachen dabei. Kaufen werde ich mir wahrscheinlich trotzdem nichts, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch irgendwas holt, weil diese Woche ist auf jeden Fall wesentlich besser als die letzten Wochen. Kommen wir auf jeden Fall jetzt auch zu den Leaks, weil da haben wir auch eine Menge neue Sachen am Start. Zum einen wisst ihr ja, dass dieser Airship hier rauskommen soll, der Every Game, von dem es ja auch eine Nigel Sylvester Collab gab. Was man aber bis vor kurzem noch nicht wusste, ist, dass es da noch einen zweiten Colorway gibt, nämlich in diesem, ja, rötlichen Design. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den blauen wesentlich cooler. Es sollen aber beide auf jeden Fall gleichzeitig am 10.05. rauskommen, also auch schon demnächst.
Aber welchen findet ihr besser? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ein festes Release-Date haben wir auch schon zu diesem Jordan 5. Der soll nämlich am 17.06. rauskommen und ist in meinen Augen wirklich ein sehr starker Jordan 5. Das Ganze ist auch wieder eine Special Edition und nennt sich hier in dem Fall Craft und verfolgt halt so diese Craft-Serie, die Jordan Brand hat. Da gab es ja zum Beispiel schon den Jordan 4 Craft. Hier eben der Jordan 5, der sogar dem sehr ähnlich sieht. Mit einer Icy Soul, mit so einem grauen Wildleder-Upper und mit so einem Upper, was auch nochmal so eine eigene Struktur drin hat. Und dann ganz besonders keine 3M-Zunge, was man eigentlich von Fiver Jordans gewohnt ist, sondern eben auch hier aus diesem Suede. Sehr cooles Ding und in meinen Augen so eines der cleansten Fiver Jordans, die man sich holen kann. Dieser Fiver Jordan kommt auf jeden Fall auch noch in diesem Jahr, der nennt sich nämlich Burgundy. Soweit ich weiß, ist das auch ein Re-Release, heißt, den gab es schon mal und der soll jetzt eben am 9. September rauskommen. Ich muss wirklich sagen, dieses weinrote Suede sieht wirklich sehr, sehr krass aus, gerade hier mit diesem Wischeffekt, also unfassbar schön. Gibt mir auch so ein bisschen Armand-Manier-Vibe, so von der Farbe so ein bisschen. Fiver Jordans scheinen wohl echt so das neue Ding zu sein, denn 2024 gibt es auch ein Re-Release von dem Jordan 5 Olive. Ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so hyped drauf. Ich mag den Colorway nicht so gerne. Und der Farbkontrast zwischen so Oliv und Orange ist dann doch schon ganz cool. Soll auf jeden Fall, wie gesagt, im Frühling 2024 rauskommen. Auch interessant fand ich diesen Nike Dunk Low. Man weiß zwar noch nicht, wann er rauskommt, aber er soll so die nächsten Monate rauskommen. Das Ganze nennt sich Grey Corduroy. Und wie der Name sagt, ist der Schuh eben aus einem Cord-Material. Sieht man tatsächlich auch gar nicht so oft. Bekannt geworden, würde ich sagen, ist es so ein bisschen durch Sean Wotherspoon. Durch den Air Max 97.1. Aber auf dem Dunk auf jeden Fall auch cool. Natürlich ist der Dunk-Hype schon sehr, sehr ausgelutscht und ich selber würde mir diesen Schuh auch niemals kaufen. Aber ich finde es cool, dass Nike hier auf jeden Fall trotzdem mit dem Material mal wieder arbeitet. Von Nike und Ambush gibt es anscheinend auch schon wieder was Neues. Diesmal nämlich hier auf den Nike Air More Up Tempo. Da haben wir jetzt nur so ein paar Leaks von. Muss ich aber sagen, finde ich auf jeden Fall auch nice. Also kann man nicht zu allem tragen, so ein Up Tempo, weil der wirklich sehr klobig ist. Aber der kann cool aussehen und passt auf jeden Fall auch gerade so ins Bild, würde ich sagen. Wann der genau rauskommt, weiß man auch noch nicht, aber ich habe auch gehört, so die nächsten Wochen ist ein Release auf jeden Fall wahrscheinlich. Im Juni soll ja auch ein neuer Spider-Man-Film kommen, ich glaube so roundabout den 2. Juni. Spider-Man Across the Spider-Verse heißt das Ganze und dieses Jahr gibt es auch wieder einen Spider-Man Jordan 1er, den ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool finde. Wir haben hier so eine Art Spektrum drauf, so eine unterteilte Toebox kann man schon fast sagen und überall so glänzende Elemente. Gefällt mir persönlich, wie gesagt, gut, soll am 20. Mai rauskommen, also auch schon in diesem Monat und ist auf jeden Fall einer der interessanteren Releases aus diesem Jahr. Dieser Jordan 2 sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie der DJ Khaled Jordan 5, warum auch immer. Was ganz cool ist, wir haben hier so eine Art Nubuck Upper mit einem Suede Mix. Von der Farbe her eigentlich ganz cool, gleichzeitig aber auch gewöhnungsbedürftig. Ist auch ein Woman-Schuh, würde ich mir persönlich auf jeden Fall nicht kaufen. Er soll irgendwann dieses Jahr noch rauskommen. Auch weniger interessant finde ich diesen Jordan 1 Low, UNC 2 Chicago, von dem es ja auch schon eine High-Version gibt. Leder sieht gut aus, aber so vom Colorway finde ich, passt das leider gar nicht zusammen. Und auch die High-Version war schon nicht so beliebt, also der wird auf jeden Fall bei mir ausgelassen. Auf jeden Fall kommt der am 26. Juni raus. Für die Ladies, für die Damen unter euch gibt es auf jeden Fall hier noch einen Jordan 1er, der sich Praline nennt. Also mit so Satin-Laces versehen auf jeden Fall ganz cool. Auch der Colorway ist so creme-ockerfarben schon fast. Rauskommen soll das Ganze am 13. September. Dann gibt es Neuigkeiten zu diesem Palomino-Pack. Da soll ja zum einen dieser Dreier-Jordan rauskommen. Und je öfter ich ihn sehe, desto besser finde ich ihn. Also der hat schon was. Dieser goldene Jumpman stört mich irgendwie immer noch. Aber wenn man eine weite Hose trägt, dann sieht man ihn ja auch gar nicht. Und so vom Colorway an sich, vom Color-Blocking ist der schon ganz cool. Der soll am 19. August rauskommen. Und das Pendant eben auf dem 1er, der auch so eine Art Mocker sein könnte, nur eben mit mehr Schwarz als Weiß. Der soll auch Anfang des Herbstes rauskommen, am 2. September und ich glaube, dass es auf jeden Fall einer der beliebteren Jordan 1er sein wird. Auch weil der natürlich so eine sehr gute Alternative zum Travis Scott ist, aber an sich von den Farben auch sehr zeitlos und auch vor allem einzigartig irgendwo ist. Auch ganz krass fand ich diesen SB Dunk, als ich den gesehen habe. Der Nike SB Dunk Low Mystic Red. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Erdbeere aus Fukushima, die irgendwie den Atomkrieg überlebt hat, keine Ahnung. Aber an sich doch ganz cool. Wann der jetzt aber rauskommen soll, das weiß man noch nicht. Auf jeden Fall auch noch in diesem Jahr. Ich denke mal, dass der auch so roundabout Sommer, Herbst irgendwann kommen wird. Ist kein Must-Have, aber trotzdem sehr verrücktes Ding. Und zu guter Letzt haben wir diesen Foamrunner V2, der wirklich sehr nice aussieht. Also ich finde den, glaube ich, sogar noch cooler als die erste Version. Vor allem auch in diesem Colorway, der so aussieht, als hätte man so brennende Kohle. Das ist auch wieder so ein MX-Colorway. Kennt man ja vom Design. Ob der wirklich irgendwann mal rauskommen wird, das wissen wir natürlich nicht, weil diese ganze Yeezy-Thematik ist
immer noch nicht irgendwie aktualisiert worden. Also da kann man eben nur warten, ob da irgendwann mal was kommt. Aber das Sample sehr, sehr krass. Damit wären wir auch am Ende des Videos angelangt. Schreibt wie immer euren Favorite Release in die Kommentare. Worauf freut ihr euch am meisten? Was wollt ihr euch koppen? Lasst es mich wissen. Ansonsten wie immer ganz, ganz viel Glück bei allen Releases. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keines solcher Videos mehr zu verpassen. Ansonsten, Freunde, haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.